Okay, jetzt rechnen wir mal ein bisschen in anderen Stellenwertsystemen. Und zwar nehmen wir uns mal das Stellenwertsystem zur Basis 5 vor. Nehmen wir mal folgende Zahl. Nehmen wir mal die Zahl 211, die im Zehnersystem dargestellt ist als 211 zur Basis 10. Wie sieht die Zahl eigentlich aus, wenn man sie im Fünfersystem darstellt? Ne, da haben wir ein Verfahren in der Vorlesung kennengelernt, das führen wir jetzt mal gemeinsam durch. Also, wir schauen zunächst mal, wie oft geht die 5 in die 211? 5 mal 40 ist 200, bleibt noch 11 übrig, also 5 mal 42. 5 mal 42 ist 210 und dann bleibt noch 1 übrig. So, jetzt nehmen wir uns wieder hier die 42 vor. Tun die dahin und schauen, wie oft geht die 5 in die 42. Die 5 geht in die 42 achtmal und dann bleibt 2 als Rest. Jetzt wieder das Gleiche, ne? Wir schauen, wie oft geht die 5 in die 8. 8 ist gleich 5 mal 1 plus 3. So, und jetzt nehmen wir uns die 1 vor. Jetzt wird es einfach. 1 ist gleich 5 mal 0 plus 1. So. Und in dem Verfahren, das wir in der Vorlesung besprochen hatten und das auch in dem entsprechenden Video beschrieben ist, wird erklärt, wie man jetzt zur Darstellung zur Basis 5 kommt. Man nimmt das, was hier hinten rausgekommen ist, die Reste, ja, und guckt von unten nach oben. Ja? Und man sieht jetzt hier, das ist also die Zahl 1, 1, 3, 2, 1 zur Basis 5. So. Schauen wir uns mal eine andere Zahl noch an. Nehmen wir mal die Zahl 27. Ist 2, 7 zur Basis 10. So, was ist das zur Basis 5? Jetzt können wir das gleiche Verfahren nehmen, wir können uns aber auch mal kurz zurücklehnen und überlegen, ob man es nicht schon sieht. Also wir wissen ja, beim Stellenwertsystem zur Basis 5 hat die letzte Stelle die Wertigkeit 5 hoch 0 oder 1, also hinten stehen die Einer. Ich schreibe das jetzt hier mal so tabellarisch hin vielleicht. Einer, davor kommen die Fünfer. Und an der Stelle davor die 25er, wenn wir drei Stellen betrachten. Na? Einer, Fünfer, 25er, 125er und so weiter. Das wird ja immer in Fünferbündeln oder in Fünferpotenzen gedacht. Wie viele 25er sind hier drin? Da ist ein 25er drin und dann bleiben noch zwei Einer übrig. Also man sieht relativ direkt, das ist die Darstellung 102. Zur Basis 5. Okay, jetzt kann man Folgendes machen. Wir können die beiden Zahlen mal nehmen und addieren. Ne? Das ist relativ einfach. Sieht man hier schon 1, 3, 2, 1 plus 1, 0, 2. Alles zur Basis 5 gedacht. Ne? Ist, schreibe ich jetzt nicht mehr hin, muss man dann nicht unbedingt machen, wenn man weiß ja, man rechnet im Stellenwertsystem zur Basis 5. Hoppala. 2 plus 1 ist 3, 0 plus 2 ist 2, 4, 1. Da hat man nicht mal einen Übertrag, das war relativ einfach. Ne? So, das ist alles zur Basis 5. Okay, also wenn ich jetzt hier addiere, kommt als Ergebnis heraus 1, 4, 2, 3 zur Basis 5. Bisschen komplizierter ist die schriftliche Multiplikation. Machen wir es mal. 1, 3, 2, 1 mal 1, 0, 2. Alles zur Basis 5. Auch relativ einfach bei den Zahlen, stelle ich gerade fest. Ne? Wenn man jetzt hier die 1 nimmt, also einmal das hier vorne, kann man das einfach abschreiben. So, die 0 kann man wie gehabt einfach hinschreiben, wie man auch rechnet im Zehnersystem schriftlich. Ne? Jetzt wird es schon ein bisschen spannender. 2 mal 1 ist 2, 2 mal 2 ist 4, 2 mal 3 ist 6. So, wir rechnen im Fünfersystem. Das müssen wir also
die 6, der Wert 6, darstellen im Fünfersystem. Was ist die 6? Die 6 im Fünfersystem, schreiben wir mal unten hin. Die 6 ist im Fünfersystem 1, 1. Ne? Ein Fünfer und ein Einer. Das heißt, wir schreiben hier die 1 hin, diese 1, und merken uns die 1 vom Übertrag, wenn man so will. Ne? So. Wir haben bei 2 mal 3 ist 6, 1 hingeschrieben, 1 gemerkt. 2 mal 1 ist 2 plus 1 ist 3. So, jetzt müssen wir wieder schriftlich addieren. 2, 4, 2. Aufgepasst, wir sind im Fünfersystem. 2 plus 3 ist 5. Die 5 sieht ja im Fünfersystem so aus. Und dann schreiben wir die 5 hin. Die 5 ist zweistellig, also schreibe ich die letzte Stelle, die einer Stelle hin und merke mir die Fünferstelle. 1 plus 3 ist 4 und 1. Okay, wenn man jetzt will, kann man, wenn man jetzt kontrollieren möchte, ob man im Fünfersystem richtig gerechnet hat, ja spaßeshalber die Ergebnisse wieder zurück ins Dezimalsystem rechnen und schauen, ob denn das richtige Ergebnis rauskommt. Ne? Das machen wir jetzt mal nur beispielhaft hier mit dem oberen. Nehmen wir mal das hier runter. So. 1, 2, Quatsch, ach, verschrieben, so, 1, 4, 2, 3 im Fünfersystem ist was im Zehnersystem. Jetzt müssen wir uns ja, einfach sozusagen über die Stellenwertigkeiten bewusst werden, wissen, welchen Wert hat die jeweilige Stelle. Wie viele dieser Bündel hat man und dann entsprechend multiplizieren. Also die letzte Stelle ist ja die einer Stelle, dann kommt Fünfer Stelle, 5 hoch 1, 5 Quadrat, 5 hoch 3. 5 hoch 3 ist 125, also habe ich hier 1 mal 125 plus 4 mal 25 plus 2 mal 5. Plus 3. Und das ist gleich, können wir vielleicht im Kopf ausrechnen, ne? 125 plus 100 ist 225, 235, 238. So, 238, gucken wir mal, was haben wir addiert? Wir haben 211 und 27 addiert. Kommt 238 raus, haben wir also richtig gerechnet. Das kann man hier bei dem anderen, könnt ihr einfach mal selbst probieren.